Herzlich willkommen bei Naturgemacht, deinem Kanal für Vorräte und mehr. Und herzlich willkommen zu einem neuen Garten-Update für meinen Selbstversorgergarten. Der war ja sehr verwildert, deswegen habe ich mir eine ziemlich schwere Fräse geholt für die Anbaufläche. Und was soll ich sagen, die Fräse hat erstmal aufgegeben. Mehr dazu in diesem Video. Viel Spaß dabei. Fangen wir also mit den Updates an. Was hat sich in den letzten 2 Wochen getan? Ich habe mir hinten erstmal ans Tor einen Sichtschutz angebaut. Ich fand es blöd, dass da jeder langläuft und reinschauen kann. Vorne auf der anderen Seite am Zaun habe ich ja 2 Hibisken stehen. Danke für die Hinweise von euch. Und ich habe mich entschieden, in die Mitte und rechts daneben auch noch einen Strauch zu setzen, damit ich dort im Sommer Sichtschutz auf meine Anbaufläche habe. Ich habe mich hier einmal für diesen gelb blühenden Schmetterlingsblütenstrauch entschieden. Der soll wohl bis zu 2 Meter groß werden. Das fand ich ganz schön. Und zwischen die 2 Hibisken habe ich mich für Rot entschieden und die beiden werden jetzt erstmal vorne eingesetzt. Dafür habe ich die Fläche erstmal vom Unkraut entfernt. Was hier so einfach klingt, waren 1,5 Stunden Arbeit für diese 1,5 Meter, denn da waren wirklich ziemlich tiefe Grasballen drin. Die habe ich rausgenommen und zur Sicherheit noch Pappe draufgelegt. Ist schön für die Würmer, für die Regenwürmer. Und blockiert mir hoffentlich dieses Jahr wenigstens das Unkraut, denn ich brauche wenigstens eine Ecke, um die ich mich nicht kümmern muss. Ich habe in dem Garten dieses Jahr wirklich genug zu tun. Pappe drauf, dann habe ich die beiden Sträucher eingesetzt. Hinten rechts sieht man ihn und hier links hat man den rotblühenden gesehen. Rindenmulch drauf, angegossen und schon hatte ich vorne wenigstens eine Fläche fertig. Das gibt irgendwie so ein kleines Gefühl der Zufriedenheit, denn wie ihr sehen könnt, ist der Rest des Gartens immer noch eine mittelschwere Katastrophe. In 3 Wochen ungefähr soll es ja losgehen. Eigentlich wollte ich schon Zwiebeln setzen, Möhren setzen, Radieschen setzen. Geht alles noch nicht, weil ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir sind zwar sehr weit gekommen für 3 Wochen, aber ich bin froh, wenn ich eine Sache fertig habe. Dann kam die Fräse und nach diesem kleinen Stückchen hier hat sie aufgegeben. Es ging gar nichts mehr, auch mit eigenem Antrieb fuhr sie einfach nicht, sie ließ sich nicht mehr bewegen. Hier hinten das kleine Stückchen sieht man, hat sie geschafft oder auch nicht geschafft. Hier hat sie kurz mal eingetaucht, dann ging es noch ein kleines Stückchen weiter. Hier sieht man, wie sie sich hier festgefressen hat und hier stand sie dann fest und still und wir konnten sie keinen Millimeter bewegen. Das hat uns natürlich über eine Woche zurückgeworfen, denn ich habe die Fräse gemietet für eine Woche. Wollte eigentlich das ganze Grundstück damit machen, dann hätte ich Ruhe gehabt. Ging jetzt nicht mehr und der Vermieter kam und hat es sich dann angeschaut. Es ist auf beiden Seiten der Schlauch gerissen. Nach meinem Dafürhalten war der Luftdruck auf den Reifen nicht hoch genug. Ich glaube, dass die Wiese oder diese Anbaufläche ziemlich herausfordernd für so eine Fräse sein kann. Und wenn der Luftdruck dann nicht funktioniert, dann zieht es die Reifen mit so viel Kraft in den Boden, dass die Schläuche eben gerissen sind. Und der Antrieb hat versucht, die Räder weiterzudrehen, was nicht funktioniert hat. Ja, der Vermieter kam dann am Ende der Mietdauer und hat uns die Schläuche getauscht, sodass wir nicht ganz 24 Stunden, hat er uns als Kulanz noch dazugegeben. Da hatten wir dann die Möglichkeit und haben in der Zwischenzeit aber hier erstmal aufgeräumt, denn wir wollten ja auch hier vorankommen, der Baumschnitt und alles, was wir zusammengesammelt hatten, das musste dringend vom Grundstück weg. Hier habe ich schon mal ein bisschen angefangen, das Laub zusammenzuhaken. Man sieht den Haufen da hinten gar nicht so richtig. Und es wurde und wurde und wurde einfach nicht weniger. Ich habe 2 Vormittage damit verbracht, nur dieses Laub hier zusammenzuhaken. Ich glaube, 3 oder 4 große blaue Säcke sind rausgekommen. Hier auf der Seite war ja alles mit diesem wilden Wein zugewachsen. Auch das hatte ich abgemacht. Und in dem Wein selber sind noch diese Ranggitter mit drin verwachsen. Hier sieht man sie. Die musste ich dann auch noch rausschnibbeln und das ganze Holz und der ganze Grünschnitt musste weg. Es war wirklich eine Menge Arbeit, eine ganze Woche lang nichts anderes zu tun gehabt, als Grünschnitt zusammenzusammeln und in Säcke zu verpacken oder in große Tüten. Also das war wirklich eine ganze Woche lang eine chaotische Sache. Das hier sind 1000 Liter und mit diesem Hänger sind wir dann zum Wertstoffhof gefahren. 5 solcher Anhänger voll sind schon weg und es nimmt einfach kein Ende. Also ich habe mich jetzt schweren Herzens entschieden, diesen Ahorn so abzusägen, dass ich eine Futterstelle draufsetze, weil das ist sonst viel zu viel Arbeit jeden Herbst.
Es bleibt ja auch nicht bei dem Ahorn. Hier hatten wir noch diesen Schneider und sind wenigstens mal so grob über diese extrem schweren, großen Ballen vom Gras drüber, um das ein bisschen zu kürzen. Auch das war eine Heidenarbeit. Und dann konnten wir endlich weiterfräsen, weil die Reifen repariert wurden. So sieht es dann aus. Die Fräse hat sich ordentlich durchgebuddelt. Problem ist jetzt natürlich noch, dass diese ganzen großen Wurzelstückchen vom Gras hier noch mit drin sind. Das heißt, die ganze Fläche muss auch noch von Hand einmal umgegraben werden. Ich habe jetzt Nachbarn gefragt, weil ich habe schon mittlerweile Sehnscheidenentzündung in beiden Armen langsam, weil das einfach in 3 Wochen, was wir da aus diesem Garten gemacht haben, in den 3 Wochen ein bisschen zu viel war. Aber das wird demnächst noch umgegraben und dann kann ich endlich meine ersten Sachen hier einbringen auf das Feld. Die Fläche vorne, damit hatte ich mal angefangen, einen Weg zu setzen, ist für dieses Jahr alles zu kurzfristig, werde ich wieder wegnehmen erstmal. Den Feinschliff mache ich dann nächstes Jahr. Mir geht es ja in diesem Jahr erstmal darum, so viel wie möglich selber anzubauen aus diesem Garten, auch wenn es sehr kurzfristig ist jetzt, bis die Saison startet, das Maximum rauszuholen. Hier sieht man noch am Rand, da kam die Fräse natürlich nicht hin, das muss alles noch umgegraben werden. Und die Saison fängt bald an, also uns sitzt ein bisschen die Zeit im Nacken. Aber ich finde, wir sind echt weit gekommen und wir werden schauen, wie weit wir das jetzt hier schaffen. So sah das vorher aus und wenn man das vergleicht, dann können wir echt stolz auf uns sein. Der Kirschlorbeer da oben in der Ecke, den hat ein Nachbar genommen, auch der ist schon weg. Das zeige ich euch im nächsten Video, dazu kam ich nicht mehr. Also der direkte Vergleich ist schon ein kleines bisschen zufriedenstellend. Und dann habe ich tatsächlich hier unter der Terrasse an der Seite ein kleines Feld angelegt, denn ich möchte hier das Erdbeeren hochranken und habe Klettererdbeeren. Und hier in der Ecke waren schon viele, viele kleine, hier sieht man sie, Ansätze von Brennnesseln. Und da ich aber hier immer wieder lang muss, weil hinten an dieser Seite die Himbeeren und die Brombeeren sind, habe ich dort mit Folie und notdürftig beschwert, das alles geblockt, weil das kann ich jetzt nicht auch noch umgraben. Die Wurzeln waren super schwer. Hier dahinter wachsen auch noch Brennnesseln. Das heißt, ich habe die noch. Ich werde mir die auch als Tee ernten. Aber hier, wo ich durch muss, konnte ich das nicht gefährden, dass die noch richtig groß werden. Dann habe ich noch mehr Arbeit damit. Im Moment muss ich Prioritäten setzen. Also blocke ich das erstmal mit Folie. Hoffe, dass ich die Pflanzen so auf der Stelle zumindest schwäche. Dann hat es mich riesig gefreut, konnte ich endlich mal was pflanzen. Also es ging nicht nur in Richtung, ich muss erstmal hier Grund reinbringen, sondern ich kann schon etwas aufbauen. Das hier sind 3 Klettererdbeeren, die bis zu 1,50 Meter hoch klettern sollen. Die habe ich dann hier schon mal eingesetzt. Das Ranggitter war schon da. Ist auch ein kleiner Sichtschutz zu den Nachbarn, fand ich klasse. Wenn wir dann auf der Terrasse sitzen, habe ich dann einen kleinen Sichtschutz. Das hier ist genau gegenüber auf der anderen Seite, auch auf der Terrasse. Dort habe ich einen Blumenkasten reingemacht und schon die Erde. Und auch hier kommen Klettererdbeeren dran. Da hatte ich ja ein Ranggitter dran geschraubt und befestigt. Auch hier einmal in die Erde, völlig klar. Und dann wurde das natürlich auch angegossen. Und ich bin jetzt schon mal sehr, sehr glücklich, denn es gibt irgendwie ein schönes Gefühl, dass 6 Erdbeerpflänzchen schon mal überhaupt wachsen, dass etwas da ist, was nach vorne geht und was wächst und nicht was weg muss. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das war wirklich ein sehr befriedigender Moment, auch mal was aufbauen zu können und nicht nur was abreißen zu müssen. Hier an der Erdbeere sieht man unten drunter schon 2 kleine Blüten, was natürlich eine schöne Sache ist, weil da kämen dann die Erdbeeren. Aber ich möchte, dass sie die Kraft erstmal in die Ranken steckt. Hab die Blüten also erstmal abgemacht. Da war sogar noch eine dazu. Und jetzt soll sie die Kraft erstmal in die Ranken stecken und dann erst in die Blüten. Jetzt noch angießen und dann war die erste Pflanzaktion schon mal erfolgreich. Auch die Rabatte haben wir weitergemacht. Unkraut raus, Pappe drauf, frische Erde drauf. Und dann habe ich mir hier in die Mitte, das ist an der Anbaufläche, eine gelbe Stachelbeere gesetzt. Ich hatte auf der anderen Seite ja schon eine rote, denn ich liebe Stachelbeeren. Auch hier ist es vorangegangen. Hier kommen auch schon ein paar Frühjahrsblüher raus. Und hier ans Ende der Rabatte, hier auf der rechten Seite, ist meine rote Stachelbeere. Hier habe ich eine Heidelbeerhecke gesetzt. Und ich werde die noch ein kleines bisschen auseinander machen.
aber es fing dann an zu regnen, als ich die gesetzt habe, also erstmal schnell in die Erde. Und am nächsten Tag habe ich die ein kleines bisschen auseinandergesetzt, auch wenn das funktioniert hätte. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Update. Das nächste Mal kommen eher Videos, wie ich den Garten jetzt endlich mal aufbauen kann und etwas pflanzen kann. Und ja, ich freue mich, wenn du mich auf meiner Reise in den Selbstversorgergarten begleitest und hoffe, du hattest Spaß. Bis zum nächsten Mal.